So, guten Abend, herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Kommen Sie noch rein, setzen Sie sich hin. Mein Name ist Roman Schmidt, ich bin Referent für Zeitgeschichte hier in der Stiftung. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich bin sehr froh, dass Sie gekommen sind, trotz der massiven Konkurrenz, schönes Wetter und vor allem ein furchtbar wichtiges Fußball-Länderspiel an diesem Abend. Ich bin selber kein Fußballfan. Mein Vater hat mich gestern darüber aufgeklärt und mir prophezeit, dass wir vor leerem Saal sitzen würden. Das ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Also das ehrt uns, dass Sie sich heute Abend für Böll entschieden haben. Ich möchte auch alle begrüßen, die nicht mit uns im Saal sind, aber trotzdem auf eine gewisse Art präsent. Wir übertragen diesen Abend wie viele Abende im Livestream. Und ich begrüße natürlich auch alle, die sich diesen Abend noch später ansehen werden, vielleicht in einem Monat oder in einem Jahr oder sonst wann im Internet. Das ist ja im Grunde schon die erste Frage für den Abend, nämlich was dieses inzwischen immer schon mitgedachte Nachleben, dieses virtuelle Nachleben einer Veranstaltung eigentlich bedeutet für unser Dabeisein bei Ereignissen. Ich war für Zeitzeugenschaft, für Zeitgenossenschaft. Wenn man sich so vorstellt, dass man in einem Browserfenster jetzt gerade das Fußball-Länderspiel sieht und in dem anderen Browserfenster sieht man die Heinrich-Böll-Stiftung und im dritten hat man den Tweet mit den Ereignissen aus Chemnitz. Ich war und ist dazwischen aufgespannt und in allen Ereignisströmen präsent und doch auf eine gewisse Art abwesend. Gut, bevor wir in solche tiefen inhaltlichen Diskussionen einsteigen, habe ich eine Reihe von kleineren Informationen für Sie, für Veranstaltungen, auf die ich Sie gerne hinweisen möchte und auch für Themendossiers, die wir auf der Website der Böll-Stiftung haben. Da ist vor allem das Themendossier zu 50 Jahre 68. Da finden Sie auch Ralf Schnells Essay zu Heinrich Böll 68, der auch nochmal für Sie heute Abend hier im Druck ausliegt. Sie finden aber auch weitere Texte und auch einige Podcasts rund um das Jubiläum 50 Jahre 68. Also schauen Sie da gerne mal rein. Dann möchte ich Sie hinweisen auf eine Ausstellung, die hier draußen, vielleicht haben Sie es beim Reinkommen schon gesehen, stattfindet, vor allem im hinteren Teil der Veranstaltungsetage. Die hat meine Kollegin Peggy Piesche vom Gunda-Werner-Institut kuratiert. Dort geht es auch um den Themenkomplex 68, allerdings in einer ganz anderen Art und Weise. Nämlich ist das eine Serie von Porträts und Zeitzeuginnengesprächen mit schwarzen Menschen und People of Color zu ihrer Wahrnehmung und ihrer Erfahrungsgeschichte der 60s. Die Ausstellung läuft nur noch bis Dienstag. Nutzen Sie die Gelegenheit, sehr sehenswert. Es sind 4 Filme, à 15 Minuten. Gut, und dann habe ich noch einen Last-Minute-Hinweis, nämlich auf den 16. Oktober. Dann findet um 20 Uhr hier gegenüber im Deutschen Theater eine Veranstaltung statt, die der Freundeskreis der Heinrich-Böll-Stiftung organisiert. Ein Diskussionsabend mit Eva Kistorp und Gretchen Dutschke unter dem Titel 1968, worauf wir stolz sein sollen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gut, die drei Events und Informationsangebote vorab. Jetzt möchte ich zur Einstimmung auf den heutigen Abend die Schauspielerin und Sängerin Claudia Splitt, wo ist sie? Dort ist sie. Bitten, uns Ausschnitte des Essays Der Panzer zielte auf Kafka von Heinrich Böll vorzutragen. Zu lesen war dieser Text erstmals im Spiegel in der Ausgabe vom 30. September 1968. Das gibt Ihnen einen Hinweis auf den Entstehungskontext und mehr möchte ich vorab gar nicht sagen. Wir haben dann nachher Gelegenheit, über diesen Text und seinen Kontext ein bisschen zu diskutieren. Vielen Dank. Guten Abend.
Der Panzer zielte auf Kafka. Es war hörbar, sichtbar, greifbar und doch nicht zu fassen. Jemand klopfte Mittwoch früh an die Tür unseres Hotelzimmers und rief: Wir sind besetzt. Im ersten Augenblick dachte ich, er wolle eine Verabredung absagen und fand Stunde und Art der Mitteilung etwas ungewöhnlich. Die Stimme klang auch zu bewegt, als dass die Mitteilung konventioneller Art hätte sein können. Bevor wir noch recht begriffen hatten, hörten wir die ersten Schüsse. Und das »Wir sind besetzt« bekam seine wahre Bedeutung. Die Schüsse waren scharf und es waren viele. Sie trieben uns 23 Jahre und einige Monate zurück. Die Schüsse erklärten deutlich: Europa hat keinen Frieden. Es lebt im Zustand unterschiedlicher Waffenstillstände. Hier wurde ein Waffenstillstand gebrochen, in Prag. Mit der Erinnerung an Maschinengewehre und Bordkanonen, die in Straßen schossen, kamen auch gleich die instinktiven Schutzhandlungen. Vom Fenster weg, Deckung suchen, im Flur, im Badezimmer. Wie gut das noch saß. Der Hotelhof war zum Wenzelsplatz hin offen, die Schüsse klangen nah. Irgendwo zersplitterte Glas. Irgendwo, wenn auch abgeschwächt, kommt ein jedes Geschoss ja an und aus. Der Junge wollte sofort hin und wir ließen ihn gehen. Er suchte nicht Abenteuer und Sensation, aber er musste sofort dorthin. Wir begriffen das und ließen ihn gehen, ohne Angst, aber mit Bangen. Ein wenig später gingen wir auch, trafen ihn und blieben zusammen. 2 Tage lang schmerzten ihm die Ohren. An seinen Ohren vorbei hatten die sowjetischen Soldaten in der Nähe des Funkhauses in die Luft geschossen. Möglicherweise war er dem einen oder anderen von ihnen in Moskau, Leningrad oder Tiflis auf der Straße begegnet. Im Theater oder im Kino oder bei Riga am Strand. Nun schossen sie in Prag an seinen Ohren vorbei in die Luft und nicht nur in die Luft. Nein, das war kein Kino, kein Fernsehen. Es waren keine Dreharbeiten, keine Komparsen. Es waren Soldaten in Aktion. Und sie zerschossen jegliche Sentimentalität. Und die Sowjetregierung ließ hier Sympathien zerschießen. Um das Wenzelsdenkmal vor dem Museum entschied sich am Mittwoch das Schicksal der Tschechoslowakei. Politiker denken wohl immer dualistisch: Unterwerfung oder bewaffneter Aufstand. Das Erste wäre ihnen am liebsten gewesen. Das Zweite hatten sie wahrscheinlich einkalkuliert. Das Dritte hatten sie nicht erwartet. Permanenter, geschlossener Widerstand, unbewaffnet. Diese dritte Kraft, oft schon gedacht, wurde am Mittwoch, dem 21. August 1968 in Prag geboren und wuchs innerhalb von 4 Tagen zu einem Riesen heran. Sie war hörbar, sichtbar, greifbar und doch nicht zu fassen. Sie war neu und machte vieles neu. Sie war voller Leidenschaft, Kraft und Fantasie. Die sowjetischen Politiker gegenwärtiger Prägung werden sie nie zu fassen kriegen. Ob's möglich gewesen wäre, sofort abzuziehen und die brutale Aktion als bösen Traum zu hinterlassen? Es war die Bankrotterklärung der sowjetischen Diplomatie, des Geheimdienstes und des Moskowitismus. Aus jeder Stunde der unfassbaren Anwesenheit von Panzern wurde ein verlorenes Jahr Vertrauen. Und so war gegen 11 Uhr abends ungefähr der Vertrauensstand des Jahres 1953 erreicht.
Es war bravourös, wie die jungen Leute mit der tschechoslowakischen Flagge auf die Panzer sprangen, einfach mitfuhren und Dubček, Dubček, Svoboda riefen. Die tschechoslowakische Flagge trägt die Farben der Französischen Revolution. Wenn sich die Panzerbesatzungen nach innen verkrochen, die Lukendeckel schlossen, öffneten die Jungen die Lukendeckel und holten die da unten aus ihrem elfenbeinernen Turm heraus, um sie der unsentimentalen Wirklichkeit zu konfrontieren, um mit ihnen zu diskutieren. Es kam ihnen zustatten, was manche von ihnen mürrisch hingenommen haben mögen: Kenntnis der russischen Sprache und dialektische Schulung. Und ich denke, ich hoffe, sie leiteten Zersetzung ein. Diese dritte Kraft war neu und machte vieles neu. Wenigstens eine Fahne in Europa bekam wieder einen Sinn. Hier wurde das entleerte Wort Freiheit wieder gefüllt. Sogar Denkmäler wurden wieder erträglich. Und das Evangelium der Demokratie wurde verkündet. Hin und wieder wandten die eingeklemmten Panzer eine böse Waffe an. Sie gaben auf der Stelle Vollgas. Benzinschwaden zogen wie blauer Nebel über den Wenzelsplatz. Demonstrativ fuhren die Panzer in Kolonnen durch Nebenstraßen, quetschten Autos an die Wand, zerkleinerten Bordsteine und Verkehrsinseln zu Schotter. Ihre böse Botschaft hätte lauten können: Die Dummheit der Waffen siegt. Im Hotel lief alles weiter, als wäre nichts geschehen. Die Kellner blieben höflich, zeigten nur selten Ansätze von Nervosität, auch wenn das Echo von Schüssen in den Hof klang. Ein Kellner sagte, als am Nebentisch jemand Weißwein verlangte: Es gibt nur noch Roten. Und das klang, als könne er für eine Weile Rot nicht sehen. Im überfüllten Hotel blieben die Gäste ruhig. Kein Anzeichen von Panik. Es mag das geschlossene Selbstvertrauen der Bevölkerung gewesen sein, das die Gäste beruhigte. Journalisten waren in ihrem Element. Waren sie? Ich dachte über den Unterschied zwischen Journalismus und Schriftstellerei nach. Die beiden, die zwei in einem waren, Hemingway und Fontane, beides Kriegsberichterstatter, waren nicht hilfreich. Das eine scheint das andere nicht aus, aber noch weniger einzuschließen. Ein Journalist sagte mir, ich hätte Glück gehabt. Ich fand, nein, ich hätte gern auf dieses Unglück verzichtet. Prag war im Ausnahmezustand und die Bevölkerung nahm auch sich selbst nicht aus. Niemand beklagte den Biermangel, das Schlangestehen. Freunde boten uns zu essen an, weil sie fürchteten, wir könnten im Hotel Mangel leiden, während absurderweise dort die Kellner am Abend des zweiten Tages sich entschuldigten, weil es nur noch 4 Vorspeisen gab, am Abend des dritten Tages nur noch eine: gefüllte Tomaten mit Lachs. Das Umgekehrte, aus dem Hotel Essen nach draußen zu bringen, wäre am Stolz der Menschen gescheitert. Ja, sie waren stolz. Auch dieses Wort wurde neu geschaffen. Der Irrsinn privilegierter Existenz in einem Luxushotel wurde ohne Murren und Neid respektiert. Und gleichzeitig wurden die Fremden, die Touristen, dadurch auch ausgeschlossen. Es hätte doch nahe gelegen, wäre keineswegs unvernünftig gewesen, die eine oder andere Hotelküche im Einverständnis mit Direktoren, Köchen, Kellnern zur Versorgung der dritten Kraft zu beschlagnahmen. Aber es war eben keine Revolution, also auch keine Konterrevolution. Fremde blieben aus und in ihre Privilegien eingeschlossen. Es war der stolze, heilige, demokratische, nüchterne, geschlossene Widerstand von Realisten, einzigartig in Europa, einmalig in der Geschichte.
Selten einmal, dass Nicht-Hotelgäste erschöpft von der Straße hereinkamen, sich in der Halle ausruhten, etwas tranken. Im Hotel gab's Alkohol jeglicher Art. Ein tschechischer Dichter trank seine Flasche Pilsener schluckweise. Weder pathetisch noch genüsslich. Er trank realistisch, sakramental, feierlich. Die Ironie ist tot, sagte er, als er sich verabschiedete. Der Schweig in seinen Augen war erloschen. Vor Kafkas Geburtshaus stand ein Panzer, das Rohr auf die Kafka-Büste gerichtet. Hier auch wurden Symbol und Wirklichkeit kongruent. Ein betrunkener Arbeiter torkelte an der Hoteltreppe vorbei und schrie: Der Kommunismus ist tot. Sie haben den Sozialismus nicht gerettet, sondern zerstört. Er wurde umringt und in Sicherheit gebracht. Offenbar bestand die Absprache, einzelne Betrunkene mit sanfter Gewalt sicherzustellen. Der Siedepunkt blieb permanent. Die dritte Kraft hatte gesiegt. Und immer wieder die Frauen und Mädchen, die mit den sowjetischen Soldaten diskutierten und auf sie einredeten. Blass, schön vor Zorn und Mut, energisch und entschlossen. Ja, es gab sie, die Pragerin. Und da nun Denkmäler wieder einen Sinn haben, wird man ihr eines Tages eins setzen. Ich hoffe, in Prag. Sie ist blond, schmal, leidenschaftlich, ganz und gar unfanatisch und doch glühend. Und sie ist Realistin, Demokratin. Sie will leben, nicht unter dem Kapitalismus, nicht unter der Herrschaft dogmatischer Dürre und Blindheit. Ihr Realismus ist irdisch. Ich wünschte ihren Augen Laserstrahlen. Die jüngeren Kellner und die Boys sahen, wenn sie ihre Fräcke und weißen Kittel auszogen, genauso aus wie die jungen Leute, die draußen auf Panzer sprangen, Flugblätter und Zeitungen verteilten, die Panzer auspfiffen und mit ihren Mopeds umherbrausten. Sie waren diese jungen Leute. Sie hätten genauso gut Studenten, Arbeiter, Journalisten, Schauspieler, Fotografen sein können. Ich glaube, nirgendwo und noch niemals in Europa war eine Nation so nah an der Demokratie. Das Husdenkmal am Altstädter Ring trug eine Augenbinde. Ein junger Mann, offenbar Westdeutscher und kein Journalist, wurde beim Fotografieren erwischt. Ein sowjetischer Soldat kam quer über den Platz vom Husdenkmal her auf den jungen Mann zu, der unter den Kolonnaden stand. Der Soldat hielt ihm die Maschinenpistole vor die Brust und verlangte die Kamera. Dem sowjetischen Soldaten war nicht wohl. Uns war auch nicht wohl. Ich hätte die Kamera sofort herausgerückt. Selbst bei der Chance 1 zu 100.000, dass er nicht schießen würde. Es hat so schnell einer, wenn auch nur aus Überreiztheit, den schwachen Druckpunkt einer MP durchgedrückt. Ich riet dem jungen Mann, die Kamera herauszurücken. Er wollte nicht. Rasch bildete sich eine Gruppe und der sowjetische Soldat, umzingelt, wurde immer nervöser. Es war ein hübscher junger Bengel, sensibel. Und offenbar handelte er auf Befehl. Eine hübsche junge Zigeunerin schob den Lauf seiner Maschinenpistole hoch, sodass er nicht mehr auf die Brust des jungen Mannes gerichtet war, sondern auf das Portal der Teinkirche. Dabei schimpfte sie heftig auf den Soldaten ein und sagte wohl, so etwas gehöre sich doch nicht, den Lauf direkt auf die Brust eines Menschen zu richten. Zwei weitere Posten wurden zur Verstärkung über den Platz geschickt. Sie sahen nicht so sensibel aus. Ein junger Tscheche fragte auf Deutsch den jungen Mann: Haben Sie wirklich eine Kamera und haben Sie damit geknipst? Ja, sagte der junge Mann. Ich sagte: Geben Sie ihm das Ding. Der Tscheche sagte:
Ich bin dagegen, dass er sie ihm gibt. Meine Frau sagte, zeigt ihm einfach mal eure Pässe. Wir taten's. Das verzögerte, entspannte, verwirrte. Der junge Tscheche redete Russisch auf den ersten Soldaten ein, während immer mehr Zigeuner und Zigeunerkinder näher kamen. In ihren Augen sah ich, für was ich auch bei der Chance 1 zu 1 Million einige 100 Kameras geben würde. Leben und Lust am Leben. Plötzlich drehten sich die Posten um und gingen in Richtung Husdenkmal zurück. Sie hatten den Befehl nicht ausgeführt. Und bestimmt werden sie mindestens einen Rüffel bekommen haben, wahrscheinlich mehr. Der junge Mann hatte seine Kamera behalten. Die Zigeuner strahlten. Ich drückte dem jungen Tschechen die Hand. Meiner Frau und mir zitterten zum ersten Mal die Knie. Zum ersten Mal seit 23 Jahren und einigen Monaten hatten wir wieder erlebt, auf wie dumme Weise einer hätte sterben können. Wegen einer Kamera. Ich verwarf die Tapferkeit des jungen Mannes. Wir setzten uns auf eine Bank unter Bäumen im Sonnenschein am Samstagnachmittag. Die Menschen saßen friedlich da, nur wenige Schritte von Panzern entfernt. Ein Junge hatte sein Haustier mit nach draußen gebracht, ein Käuzchen. Er trug ein breites Lederarmband mit einer Kette daran. Das Käuzchen sprang ihm auf Kopf, Schultern, Arme, Nachbarskinder drumherum. Ich beneidete den Jungen. Eine Eule oder gar ein Käuzchen, das habe ich mir immer gewünscht. Seltsam. Irgendwie war man an die Panzer schon gewöhnt. Die Leute saßen still auf ihren Bänken, rauchten, sprachen leise miteinander. Kinder kletterten an einem Spielgerät, spielten im Sandkasten. An den Hauswänden waren die Parolen derber geworden. Vornehm ausgedrückt, das fäkalische und das anale Element traten in den Vordergrund. Ein Panzersoldat antwortete fallisch. Mit eindeutiger Gebärde setzte er sich über das Geschützrohr und lachte derb. Nur einer lachte mit. Die anderen waren zu müde. Vielleicht waren sie auch geniert. Im Hotel waren nur noch Journalisten. Sie standen auf der Treppe vor dem Hotel und warteten. Eine Gruppe neuer Journalisten kam an. Sie waren müde, hungrig. Man sah ihnen an, es waren alte Routiniers für Trouble aller Art. Vor dem Aufzug erkannten sich zwei Amerikaner. Ach, wir kennen uns doch. Ja, vor 2 Jahren in Saigon. Was meinen Sie? Wird's das europäische Vietnam? Schulterzucken. Der Aufzug kam. Der alte Herr, der ihn bediente, sah ganz und gar nach besseren Tagen aus. Grauhaarig, sensibel, höflich, unaufdringlich, kakanisch. Er hätte Minister sein können oder Kulturattaché. Aber wer weiß das schon in einer Demokratie? Vielleicht war er wirklich Fahrstuhlführer von Beruf. Trinkgelder nahm er gelassen an. Aber das beweist nichts. Manchmal nehmen auch Minister Trinkgelder an. Am Sonntagmorgen war die Hotelhalle fast leer. In einem feudalen Fauteuil saß ein junges Mädchen und malte Parolen auf Makulatur. Sie war übernächtigt, ihr Make-up nur ganz leicht verschoben. Es war still, sonnig und die Schüsse, die schon zum morgendlichen Ritual gehörten, klangen unten in der Halle weiter entfernt. Schon lange nicht mehr gingen wir vom Fenster weg, wenn draußen geschossen wurde. Wir fuhren ungern. Tschechische Freunde drangen darauf. Der Korrespondent des Stern brachte uns zum Bahnhof Smichow. Es ging alles glatt. Zwischen Panzern hindurch.
Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Claudia, für diese Lesung. Ich habe den Eindruck, wir haben zusätzlich zur ästhetischen Erfahrung und vielleicht auch zu dem Vergnügen, den der Text bereitet, jetzt auch ein sehr konkretes Bild davon, was es heißen kann, literarische Zeitgenossenschaft sein kann. Ja? Also eine konkrete Vorstellung, wie man über Geschichte schreiben kann, an der man selbst teilhat. Ich möchte Ihnen jetzt meine Gäste heute Abend vorstellen. Das ist Heike Geißler. Heike Geißler ist Schriftstellerin und Übersetzerin. Sie schreibt immer wieder auch für Zeitungen und für Blogs, beteiligt sich an künstlerischen Projekten. Sie kommt aus Riesa in Sachsen. Sie lebt in Leipzig, was ich nicht nur deshalb berichte, weil man das in solchen Gelegenheiten eben tut, sondern weil sie auch immer wieder als Intellektuelle in Sachsen in den Lauf der Dinge, der Ereignisse eingegriffen hat. Und das soll uns ja im Kontext des heutigen Abends durchaus interessieren. Heike Geißler war übrigens auch einmal sächsische Ministerpräsidentin, allerdings leider nur sehr kurz und auch nur im Internet. Ich glaube, das kann man mit Blick auf die aktuellen politischen Ereignisse durchaus bedauern. Sie sollten von Heike Geißler unbedingt ihre Antrittsrede, ihre Regierungserklärung als Ministerpräsidentin von Sachsen hören. Die finden Sie leicht online. Da geht jetzt so das vierte Browserfenster auf, nicht wahr? Also es lohnt sich. Ich glaube, gerade als Kontrast zu den Verlautbarungen, die wir in den vergangenen zwei Tagen von Michael Kretschmer und Horst Seehofer ertragen mussten. Gut, von Heike Geißler sind erschienen der Roman Rosa, ausgezeichnet mit dem Alfred Döblin Förderpreis, der Erzählungsband Nichts, was tragisch wäre, das illustrierte Kinderbuch Emma und Pferd Bäre und der Roman Saisonarbeit, letzterer in der Reihe Wolte beim Leipziger Verlag Spektor Books 2014. Ralf Schnell ist emeritierter Professor für neuere deutsche Literaturgeschichte und Medienwissenschaft an der Universität Siegen, deren Rektor er auch einige Jahre lang war. Er ist der Autor zahlreicher Bücher. Ich vernachlässige jetzt die im engeren Sinne literaturwissenschaftlichen und nenne ihn nur Dichtung in finsteren Zeiten, deutsche Literatur und Faschismus, Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945, deutsche Literatur von Reformation bis Gegenwart und wir nähern uns dem heutigen Abend Heinrich Böll und die Deutschen 2017 bei Kiepenheuer und Witsch. Ralf Schnell ist zudem Mitherausgeber der sogenannten Kölner Ausgabe der Werke von Heinrich Böll, auch im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Ja, wir haben uns vorher auf dem Podium hier geeinigt, dass wir jetzt zuerst kurz über den Text von Heinrich Böll sprechen möchten, den Sie gerade alle gehört haben. Danach wird Heike Geißler dann einen eigens für diesen Abend verfassten Beitrag lesen. Und dann würden wir im Gespräch hier auf dem Podium zu den allgemeineren Fragen kommen und im Anschluss dann auch gerne im Austausch mit Ihnen. Herr Schnell, ich möchte vielleicht anfangen, damit Sie zu bitten, ob Sie uns etwas sagen können über diesen Essay, aber eben vielleicht auch über den Kontext dieses Textes. Er ist ja hervorgegangen aus Tagebuchnotizen, die sich Heinrich Böll während dieses Aufenthalts durchaus ad hoc gemacht hat und die erstmals im Juni oder jedenfalls im Frühsommer dieses Jahres veröffentlicht wurden. Ja, man muss sogar etwas früher beginnen, vor diesem Aufenthalt, denn Heinrich Böll war eben kein Journalist, sondern er war eingeladen worden als Schriftsteller vom Vizepräsidenten des tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes, Jan Prochazka. Ende Juli, er hat ein paar Tage warten müssen dann, Heinrich Böll, bis das Visum erteilt worden war. Und dann ist er zwei Tage vor diesem Ereignis eingereist, abgereist von Köln über Nürnberg
einen Abend vorher eingereist in Prag. Und zwar sehr stark erkrankt. Er hatte Fieber, er hatte Ausschläge am Körper. Er war eigentlich gar nicht in der Lage, große Gespräche zu führen. Und wurde dann fast im Schlaf noch früh am Morgen eben mit diesem Ausruf, den wir gehört haben, wir sind besetzt, aus dem Schlaf gerissen. Es war der blanke Zufall, dass er, Heinrich Böll, zusammen mit seiner Frau Annemarie und René Böll zugegen war. Und eingeladen worden war er, weil man ihm als einem Repräsentanten der westlichen Literatur, der westdeutschen Literatur zumal, zeigen wollte, welche Veränderungen in Richtung Demokratie sich in einem sozialistischen Land, in einem sozialistischen Staat sich vollzogen. Er war eingeladen worden zusammen mit Louis Aragon und Jean-Paul Sartre, die beide aber nicht zu diesem Zeitpunkt in Prag sein konnten. Und die tschechischen Schriftsteller hatten zugleich eingeladen, alle Schriftstellerverbände kollektiv eingeladen der Warschauer Paktstaaten. Als das dann passierte. So, das zu den Voraussetzungen. Und der Kontext, da Sie darauf anspielen, der Kontext dieses Essays, diesen Kontext bilden in der Tat die Tagebuchaufzeichnungen, auf die Böll dann zurückgegriffen hat. Er hat sich fortwährend Notizen gemacht, in einer völlig oder fast doch jedenfalls unleserlichen Handschrift, die mühsam zu transkribieren war. Und auf die sich Böll dann selbst aber, als er diesen Essay für den Spiegel geschrieben hat, berufen konnte, sich beziehen konnte, um auch seine Erinnerungen dann wirklich abrufen zu können. Vielleicht, dass Sie es einmal gesehen haben. Das ist dieser Band, der diesen Sommer erschienen ist, in dem Sie den Essay wiederfinden. Im Übrigen waren das ungefähr 2/3 des Essays. Wir mussten mit Blick auf die Zeit ein bisschen kürzen. Die Substanz ist aber da. Aber auch einige andere Texte, durchaus auch okkasionelle Texte, Interviews, die Heinrich Böll dann der Presse gegeben hat. Und eben auch die gerade von Ralf Schnell erwähnten Tagebucheinträge in einer Reproduktion und dann einer transkribierten Fassung. Vielleicht können wir auf ein Motiv eingehen, das mir sofort in Erinnerung geblieben ist beim Lesen dieses Textes. Das ist das Verhältnis von Journalismus und Schriftstellerei, das Böll selber erwähnt. Er sagt an mehreren Stellen, Sie haben es gehört, über die Journalisten, dass die Journalisten in dieser Situation in ihrem Element waren. Dann 2 Tage nach den Ereignissen, wir sind natürlich 1968 auch schon in einer global vernetzten, mediatisierten Welt, reisen die Reporter an, sagen die Routiniers für Trouble aller Art, wie Böll sie nennt, die also vorher in Saigon gewesen sind und jetzt von den Redaktionen nach Prag geschickt werden, in der Hoffnung oder böse gesagt in der Hoffnung, in der Erwartung vielleicht, dass dort ein ähnliches Ereignis von weltpolitischer Bedeutung sich ereignen würde. Daher dann auch die Annahme des Journalisten gegenüber Böll, er habe ja nun Glück gehabt, dass er da sei. Ja? Und die Reaktion, dass Böll selber das gar nicht so sieht und gut darauf hätte verzichten können. Heike Geißel, das fand ich jetzt interessant, dieser Unterschied zwischen denen, die darin aufgehen, deren Beruf es ist, dabei zu sein und einer Form von dabei sein, weil man ihr einfach nicht entrinnen kann, weil man entweder aus seinen Lebensumständen heraus oder weil man dort lebt, dabei ist und dann eine Verantwortung als Schriftstellerin, als Schriftsteller verspürt, die aber vielleicht auch gleichzeitig eine Belastung ist. Der Text schildert ja mehrere Formen von Beteiligung. Also es gibt einmal diese zwangsläufig Beteiligten, die vor Ort leben. Es gibt den Sohn, der sich voller
jugendlicher Begeisterung in dieser, oder sagen wir Neugierde, aber da spricht schon auch irgendwie eine bestimmte Empfänglichkeit, glaube ich, für Prozesse der Umwälzung des anderen, des Neuen aus dem Text hervor. Und dann ist da Böll und ich finde eben genau dieser Unterschied Journalist, Schriftsteller, der wird an ihm sehr deutlich und ich habe auch für mich persönlich irgendwie sehr deutlich gemerkt, wo ich stehe. Ja? Also das kann man, es gibt eine andere Blickweise, es gibt vielleicht mehr Verfügbarkeit von Zeit sozusagen. Also uns allen steht eine ähnliche Zeit zur Verfügung. Aber wenn ich journalistisch arbeite und von einem Ereignis berichte, dann entscheide ich auch oft, wann beginnt es und wann endet es. Also ich plane Reisen und entscheide, hier wird es ruhiger. Wir schreiben das, damit meine Abreise gerechtfertigt ist, jetzt auch mal ein bisschen kleiner oder so. Ja? Für die Prager Vorgänge kann ich da nicht so viel zu sagen, weil ich die ganze Presse nicht im Umfang kenne. Für die zeitgenössische Entwicklung habe ich das, muss ich sagen, erst am letzten Wochenende in Chemnitz erlebt, wo ich war und auch im Hotel übernachtet habe als Schriftstellerin im Umfeld von vielen Journalisten, die genau diese Gespräche führen und ganz pragmatisch an eine Angelegenheit rangehen und Ereignisse suchen, Bilder suchen, wo ich mich eher feststarre an der weißen Rose, die auf dem Tisch steht, zufällig, nachdem am Tag zuvor dieser Trauermarsch mit der weißen Rose war. Also es gibt starke Unterschiede und ich würde fast schon sagen, die Berufe schließen sich aus. Vielleicht nur für mich, aber grundsätzlich gibt es ja manche, die es tun, aber ja. Ein zweites Motiv, in diesem Text sehr stark diese Laseraugen, ja, oder die Augen, denen Böll Laserstrahlen wünscht. Wir haben das auch ja zum Motiv für den Abend genommen. Das sind ja nun die Augen einer jungen Pragerin, wie Sie gehört haben. Böll sagt, die Augen einer Realistin, einer Demokratin. Mein Eindruck ist, es ist keineswegs ein Zufall, dass es, dass dieser diagnostische, dieser durchdringende Blick hier der Blick einer Frau ist. Da würde ich Sie fragen, Herr Schnell, zum einen, ob Sie den Eindruck teilen und zum anderen, ob das ein Motiv bei Böll ist, dass da zum Tragen kommt, diese Hoffnung auf die Frauen. Ich würde gerne noch ein Wort sagen und ergänzend sagen zu dem, was Sie gesagt haben, Frau Geisler. Das Genre-typische kommt hier natürlich auch ins Spiel. Und damit meine ich, Böll hat einen Essay geschrieben. Er hat seine Erfahrungen, seine Beobachtungen, seine Eindrücke ausformuliert. Der Text im Spiegel ist etwa 4 Wochen später formuliert. 4 Wochen später geschrieben worden, über einen längeren Zeitraum hinweg. Er hatte Zeit, das zu verarbeiten. Und jetzt kommt diese typische Form bei Böll auch, typische Form, diese Mischung zwischen einerseits Tatsächlichkeit, Faktizität und auf der anderen Seite Poesie und auch Fantasie, das kommt hier in der Form des Essays zusammen. Der Essay verarbeitet das, was ja emphatisch und auch empathisch erlebt worden ist, in einer Art poetischen, reflektierenden Form. Und das ist etwas, was bei Böll kennzeichnend ist, für bestimmte gesellschaftliche Eingriffe, Interventionen, die er immer wieder vorgenommen hat. Dass er dann eben nicht als Dichter im engeren Sinne schreibt und schon gar nicht als Journalist, sondern als Essayist, der zugleich auf einem hohen Niveau reflektiert das, was er erlebt hat. Das scheint mir noch wichtig als Nachtrag, weil das dann wirklich oft um die Frage auch geht, der Form, die ein Autor wie Böll findet für das, was er erlebt hat. Und nun zu Ihrer Frage. Alle Böll-Leserinnen und Leser in diesem Raum kennen natürlich die Böll-Titel, um die es bei Ihrer Frage oder bei der Antwort auf Ihre Frage jetzt gehen könnte. Angefangen mit dem letzten Roman Frauen vor Flusslandschaft. Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Gruppenbild mit Dame. Das sind ja alles Frauengestalten. Oder gehen Sie ganz zu dem ganz großen Roman 1959, Billard um 9:30. Da spielt eine Frau eine buchstäblich sprengende Rolle. Also alles das zeigt, dass Böll hier einen ganz spezifischen Blick auf die Gesellschaft hatte
und einem besonderen Blick, ich will nicht sagen der Erwartung, das wäre viel zu viel Druck, auch nicht der Hoffnung, das wäre zu viel, aber dieses Ich wünschte ihr, ja, Laserstrahlen, Sie haben das ja sehr schön für diesen Abend ausgewählt, das ist genau der Punkt, den er wahrnimmt als eine besondere Qualität von Weiblichkeit in der Gesellschaft, die kämpferisch ist. Wenn man diese Passage nochmal nachliest und reflektiert, wie diese Frau beschrieben wird, die neutral ist, die nicht Parteipolitikerin ist und doch kämpferisch in ihrer Zurückhaltung geradezu kämpferisch. Und dieses Laserstrahlen, wenn man das als Metapher nimmt und als Symbol zugleich, dann sieht man ja, dass darin dieses Schneidende, das Analytische, das Auflösende steckt einerseits und zugleich etwas, was etwas durchdringt und etwas klar und hell und deutlich machen kann. Das in der Tat, das kann man eben auch an den anderen genannten Werken Bölls nachzeichnen und nachvollziehen, das in der Tat ist etwas, was Böll mit Weiblichkeit in der Gesellschaft verbindet. Möchtest du dazu auch noch was sagen, zu diesem Motiv? Ansonsten vielleicht nur ganz kurz, wie wahnsinnig gut mir das gefallen hat. Also das ist ja keine, nicht mehr heutzutage eine gängige, etablierte Frauenbeschreibung. Also er findet, überhaupt findet er sehr gute Beschreibungen des, finde ich, des Austausches. Wie kommen Menschen miteinander in Kontakt? Er kann auch irgendwie sehr gut in diesem Text und auch speziell die in diesem Buch sind, Eskalationen zerlegen in ihre verschiedenen Elemente und eben ein Ereignis vordatieren, bevor es eigentlich festgelegt wurde auf ein bestimmtes Datum. Aber gerade diese Frau, man kann ja schon sagen, dass er ihr textlich definitiv das Denkmal errichtet, das er ihr gern errichtet wissen möchte. Auch die Figur des Dritten hier, ne? Dass die Frau irgendwie, also diese Kombination, dass da etwas, das vielleicht im politischen Prozess des Prager Frühlings angelegt war, die Suche nach so einem realistischen Ausweg, der aber trotzdem auch eine utopische Dimension sich bewahrt und eine Hoffnung auf Demokratie das wiederum zu verbinden mit diesem durchdringenden Blick. Es gibt ein sehr schönes Foto, das wir Ihnen heute Abend leider nicht zeigen können, das René Böll gemacht hat, in diesem Kontext, wo Heinrich Böll im Rücken vor einer zerstörten Straßenbahn steht und ihm im Grunde eine Frau entgegentritt, bei der man fast das Gefühl haben kann, dass das so ein Moment ist, das ihn zu dieser Beschreibung inspiriert haben könnte, weil sie auch tatsächlich diesen durchdringenden Blick sehr stark in den Augen hat und gleichsam in der Lage zu sein scheint, die Situation auch in einer zeitdiagnostischen Art und Weise zu fassen und zu durchdringen. Gut, ich würde sagen, wir lassen es dabei für diese kurze Runde an ersten Impressionen zu Heinrich Bölls Text und würden dann deinen Text hören und danach noch mal etwas allgemeiner auf die Fragen zu sprechen kommen. Ich habe Briefe geschrieben, also tatsächlich im Privatleben schreibe ich überhaupt keine Briefe mehr, bedauerlicherweise, aber weil wir gerade auch diese Formfrage angesprochen haben, erweisen sich Briefe für mich zumindest als eine Form, das, was man oder ich vielleicht nicht sagen kann, einzukreisen und dann zufällig doch zu schnappen ab und an. Und ich schreibe immer Briefe an Liebe X und Lieber X. Liebe X, lieber X, das sind immer noch die müden Tage, das ist immer noch so, dass wir keiner Demonstration zu nahe kommen wollen, dass wir eher rückwärts gehen als vorwärts, dass wir uns entfernen, während wir uns gleichzeitig annähern. Wenn wir noch weiter rückwärts gehen, sind wir wieder 13 und es ist nicht dieses Jahr und es ist nicht diese Demonstration, die wir besuchen, sondern eine andere, auf der wir irgendwas riefen. Nur was? Keine Erinnerung mehr an den politischen Teil.
Erinnerungen nur an das Ringen mit der Mutter, die die Teilnahme an der Demonstration verboten hatte, und an das Losgehen, sich widersetzen, das Abstreifen und Ablehnen der Mutterangst. Wir haben überall geklingelt, auf alle Klingelknöpfe am Streckenrand gedrückt. Wir wollten eine Bewegung zusammen klingeln, was nicht gelang. Das kommt mir, sage ich jetzt zuvor, als hätten wir gerufen, Leute, nehmt die Wäsche ab, es regnet blaue Tinte. Das war die Pubertät, sagt K. Aber jetzt, sagt sie, ist es schon ein bisschen anders. Wir gehen immer noch rückwärts und ich weiß nicht, wohin das führen soll. Wir stecken dann später vorsichtig die Köpfe in die Gegenwart. Wir stehen hier ja nur aus Pflichtgefühl herum. Wir machen das hier wie den Abwasch. Wir hängen hier öffentlich Wäsche auf. Und ach ja, sage ich, auf der Wäscheleine im Hof hingen heute früh zwischen Bettlaken, Hand- und Betttüchern zwei Smiley-Kopfkissen. Was wollen uns die Smileys sagen? Ich fotografierte das und stelle fest, ich halte jetzt alles für eine Botschaft. Ich lese jetzt auch den Hinterhof. Ich rufe Guten Morgen in die Küche und frage, was hat der Hinterhof geschrieben? Der Reichsdeutsche, sagt K., hat jedenfalls immer noch nichts Neues auf seinen BMW geschrieben. Da steht immer noch nur, lieber ein Wolf Odins als ein Lamm Gottes. Wir haben sein Auto ausgelesen, aber wir können auch nicht daran vorbeigehen und es nicht lesen. Eines Tages, sagen wir, kommunizieren wir zurück, dann texten wir alle mit Text zu, mit hochaktivem Text, perfide und wirksam. Wir sind jetzt im Retreat, das wollen wir doch mal hoffen in Klausur und kommen wortreich zurück. Wann schreibt ihr eigentlich mal? Liebe X, lieber X, das gebrochene Herz, sagt K., und wir müssen lachen. Aber ja, durchaus. Es ist uns immer noch ernst mit diesem gebrochenen Herzen. Wir laufen von Pontius zu Pilatus mit diesem gebrochenen Herzen und zeigen es vor. Das öffentliche Bekenntnis steht noch aus. Guten Tag, mein Name ist so und so und mir wurde von der internationalen, europäischen und deutschen Politik das Herz gebrochen. Ich bitte nun dringend um eine Änderung der internationalen, europäischen und deutschen Politik, da mein gebrochenes Herz der Schonung bedarf. Wenn Sie jetzt also bitte mal was machen können. Wir stehen mit einem Pathos in uns herum, sehen aber gelassen aus. Wir stehen uns hier schon wieder die Beine in den Bauch. Und wenn der Verdacht der Gegenseite nun stimmte, dass wir bezahlt werden vom Staatsschutz oder von wem auch immer, dann wäre es in Ordnung. Dann würden wir also nachher unsere Rechnung schreiben. Sehr geehrter Staatsschutz, für die von Ihnen beauftragte Teilnahme an der Demonstration am 1. September in Chemnitz berechne ich pauschal Euro 750. Im Betrag enthalten sind folgende Leistungen: An- und Abreise, geordnetes Bewegen zum Versammlungspunkt, Kontaktaufnahme zu einer kleinen Gruppe aus Berlin und Leipzig, Erstellen von umfangreichen Foto- und Tonmaterial, das Anregen von Gesprächen zur Erforschung der Stimmung, deeskalierende Kleinhandlungen, das vorsichtige Erkunden der Gegenseite als neutrale BesucherInnen der Stadt, der allzeit freundliche Umgang mit der Polizei. Sonderposten 1, das Entfernen der Limonadenflasche unter den Rädern des am Veranstaltungsort geparkten Mannschaftsbusses der Polizei, die beim Anfahren zersplittert wären und nicht den Reifen zerstört, sondern VeranstaltungsteilnehmerInnen getroffen hätten. Sonderposten 2, Übernachtung in einer Suite im Dorint mit Blick auf den Veranstaltungsort der Gegenseite für einen besseren Überblick. Dazu die volle Unterstützung von C. aus Berlin, die sagt, jetzt bitte keine Stilkritik im Widerstand. Und Katie schreibt, ich meine, das ist jetzt ein bisschen wie bei Anais Nin. Die Nazis sind einmarschiert, hab mir einen neuen Hut gekauft. Wir schreiben unsere Rechnung auf die Straße sozusagen. Wir tragen diese Rechnung immer mit uns herum. Wir haben den Eindruck, ein bisschen zu viel zu arbeiten. Wir sind für zu viele Einsätze gebucht. Und überhaupt stehen Zahlungen von über 3 Jahren aus. Dieser Staat ruht sich auf unserem Pflichtbewusstsein aus. Der Staat schnarcht, sagt K., oder wie ist es? Der Staat rastet in weiter Entfernung, liest sich mal wieder fest im Wirtschaftsteil und ruft hinter der Zeitung hervor, ich komme gleich, Schatz, kannst du gerade mal nach den Kindern schauen? Sie machen so einen Lärm und ich brauche wirklich noch ein bisschen Ruhe. Wir müssen, sagt K., auf jeden Fall die Frau des Staates mit ins Boot holen, wenn wir bessere Arbeitsbedingungen haben wollen. Aber finde die mal. Liebe X, lieber X, der Auftritt, das öffentliche Erscheinen als eine Fiktion, bitteschön. Dass ich nicht als ich,
das Ich als etwas, das sie schon in eine Inszenierung gesetzt hat. Das Ich, das immer zu und immer noch darauf vertraut, dass alle ihre Rollen spielen, dass alle hier eine Bühne nutzen und sich danach im Backstage-Bereich begegnen und sagen, interessante Nummer, lass uns doch darüber noch einmal reden. Da kann man doch was draus machen. Übrigens habe ich es mir angewöhnt, die mir gegenüberstehenden Polizisten zu grüßen und zu verabschieden. Und ich sehe das erleichterte Aufatmen des Polizisten, als ein Streit beigelegt ist, als der Demonstrant, der über die Absperrung geklettert war, wieder hinter der Absperrung steht. Wir rufen erst einmal nichts, aber dann rufen wir doch, ach ja, die üblichen Dinge, wir mäkeln rum. Jeder Ruf ist eine Kritik am Ruf, eine Anmerkung am Seitenrand. A für Ausdruck, I für Inhalt. Und wir sind insgeheim noch immer neidisch auf diesem Coup, dem wir nichts entgegenzusetzen haben. Diesem Coup, der Pegida gelang, nämlich eine Angst zu konstruieren, sie wie ein Plug-in in Köpfe zu installieren. Die Angst vor der Islamisierung des Abendlandes, dieses scheinbar windschnittige Produkt, das dann plötzlich alle zu haben schienen und haben wollten, ohne sich weiter darüber Gedanken gemacht zu haben, was genau es mit diesem Produkt auf sich hatte. Wie funktioniert es? Wie wirkt es? Welches Zubehör verlangt es? Wird es wirklich benötigt? Natürlich kann dieses Produkt gar nicht angeschafft werden. Es wurde gratis verteilt. Die Angst vor der Islamisierung des Abendlandes war das Werbegeschenk der Pegida an alle. K. sagt, das führt direkt zu Andrew Lewis und seiner Regel. Wenn du nicht bezahlst, bist du nicht Kunde, du bist das Produkt, das verkauft wird. Aber das, sagt sie, interessiert ja leider kein Schwein. Wie unser Protest also aussehen könnte? Ich zeige kein Produkt im Zaubershop, das wäre doch was, sage ich. Das Portable Levitation Gimmick, PLG, ist die perfekte Lösung für eine Schwebedarbietung an nahezu jedem Ort, den Sie sich vorstellen können. Außer dem schwarzen Koffer und der Plattform benötigen Sie nichts weiter. Die Schwebe ist robust, selbstarbeitend und unauffällig in ihrer Erscheinung. Der Koffer kann auf der Plattform hin und her geschoben und geöffnet werden. Wenn der Koffer auf der Seite liegt, können Sie sogar Gegenstände für Ihre Show hieraus entnehmen. Optional bietet der Hersteller einen Tischshell für den Koffer an, sodass dieser wie eine Ablage wirkt. Die Mechanik arbeitet sehr leise und kann in- und outdoor benutzt werden. Der Aufbau erfolgt ohne Werkzeuge und geht sehr einfach von der Hand. Wir sind also, das schreibe ich euch in aller Deutlichkeit, immer für einen Spaß zu haben. Liebe X, lieber X, wir haben uns dann rangepirscht, wir sind der Nähe geschlichen, wir haben sie uns aus der Nähe angeschaut, wir sind hingepilgert wie zu einem Unglücksort. Und wir wollen eigentlich niemals etwas dazu sagen. Wir wollen verstummen und uns weiter zurückziehen. Wir reden uns beruhigend zu wie Kindern, davon hört man aber nichts. Und wir wussten noch gar nicht, dass die verkehrt herumgetragene Deutschlandfahne nicht ein Fehler, das Missgeschick eines Dummen, sondern eine Fahne der Reichsdeutschen ist. Ach, konkret sichtbare, fotografierbare Dummheit hätte uns sehr beruhigt, aber es ist jetzt nichts mehr zu unserer Beruhigung da. Wir haben übrigens auch nach euch Ausschau gehalten, da wir uns so bewegten, sowieso die ganze Zeit nach Leuten geschaut, die wir kennen könnten. Und wir haben uns festgehalten am Kopf des Karl Marx, wir haben uns an die Stunden aus Kindheit und Jugend erinnert, die wir an diesem Kopf verbracht haben. Was kann man von einem Monument erwarten, dass es sich auf unsere Seite schlägt, dass es sich diskret zurückzieht? Alles muss man selber machen. Das Szenario im Kopf, sage ich, das ist jetzt erstmal keine Wirklichkeit, nicht wahr? Das setzen wir mit einer geschickten Parallelverschiebung ein bisschen abseits in Zeit und Raum. Das ist eine automatische Abmilderung der Eindrücke, um nicht hier schon alle Kraft zu verbrauchen. Vor uns die Vorbereitung einer Aufführung, die wir gern absagen würden. Insofern dies hier ein Stück wäre, müsste man sagen, es ist mit dem Blick, wenn nicht gar mit der sogenannten Liebe fürs Detail inszeniert. Denn der Hass, der zum Ausdruck gebracht werden soll, dringt schon hier. Da hat die Aufführung noch gar nicht begonnen. In subtilen, aber gut platzierten und nicht zu kleinen Dosen zu mir vor. Fahr zur Hölle, lese ich auf dem T-Shirt eines Mannes. Das Ich tritt hier übrigens nicht als Fiktion auf, als eine Möglichkeit voller Möglichkeiten. Hier ist alles ganz Identität. Ich aber möchte für immer mehrere sein, das habe ich ja oft genug gesagt, falls ihr euch erinnert.
Liebe X, lieber X, ich sage es nur euch und es muss unter uns bleiben. Ich möchte so dringend Beruhigung und ich möchte nicht mehr dagegen sein. Ich will auf die Seite derer wechseln, die mir stärker erscheinen. Ich möchte deren Worte brüllen, in deren klar strukturierter Welt zu Kräften kommen. Ich möchte das hier nicht zum ersten Mal und ich pflücke es und werfe es weit weg. Die Frage aber, die ich vor ein paar Monaten stellte, als ich von der Buchmesse kam, wo ich eine Weile am Stand von Antaios, dem Verlag von Kubitschek und Kosica, gesessen und in deren Büchern geblättert hatte und mich auflöste und allen Widerstand verlor, die Frage war dann, vielleicht bin ich ja recht. Und Karl lachte und sagte, das ist das Stockholm-Syndrom, Herzchen, das ist bekannt, das muss man nur wissen. All die Fehlerquellen, und ich will sie alle kennen. Ich stehe auf dem Hamburger Gitter, halte Ausschau. Wo kommen die Nazis, wird gefragt. Sind sie das? Wir sind alle gierig und abgestoßen zugleich. Als irgendwer ruft, da sind sie, beginnen wir hautab zu schreien. Brüllen über die Gleise, die Absperrungen hinweg. Ich hasse diesen Ruf und hasse noch mehr, dass wir uns täuschen. Die Späher auf dem Gitter, so auch ich, haben falsch geschaut. Die da kamen, waren nicht die Gegner und ihr Trauermarsch. Das waren zu unserem Protest gehörende. Ich steige vom Gitter, peinlich berührt. C spielt dabei Pokémon. Sie arbeitet am virtuellen Protest und will eine Arena erobern, dort ein Schild aufstellen. Sie möchte ihr Pokémon umbenennen in Nazis raus. Der Name wird jedoch nicht akzeptiert. Nazis raus allerdings funktioniert. Liebe X, lieber X, ich schreibe auch diese Zeilen in großer Eile und hoffe auf Ruhe. Ach, schon gut. Ich stehe vor dem Hotel herum und weiß für Momente oder für immer nicht, wohin mit mir. Fünf Männer stehen vor einem Bus des Fernsehens. Im Bus sitzt eine Frau am hell beleuchteten Schnittplatz, arbeitet an einem Beitrag. Ich halte die Männer zuerst für Sicherheitspersonal und wundere mich über die große Anzahl und wundere mich zugleich nicht. Die Männer kreisen um diesen Bus, drücken ihre Gesichter gegen die Scheibe, kommen der Frau, die unbeirrt weiterarbeitet, sehr nah. Sie sitzt in ihrem Lichtkreis und es ist wie in manchen Kirchen, wo das Licht angeht, wenn man eine Münze einwirft und man sich Caravaggios Madonna di Loreto ansehen kann, bis das Licht wieder verlöscht. Die Männer stehen vor diesem Diorama, das die Wirklichkeit einer arbeitenden Frau ist und sagen, hier wird wieder gelogen, hier werden wieder die Meldungen gefälscht. Ich setze meinen grimmigen Blick auf, meine älteste, billigste und erfolgloseste Waffe und gehe. Ich denke an die Amazebox, ein Zauberutensil, in das Dinge gesteckt werden können, die nachher, wenn die Box geöffnet wird, verschwunden sind. Ich habe mir diese Box vor ein paar Tagen bestellt und werde, wenn sie angekommen ist, das Verschwindenlassen von Dingen üben und das als Praxis eines fantastischen, frappierend simplen und im Kern friedvoll konzipierten Protests verstehen. Ich denke irrational, halte das aber für einen Fortschritt. Und wie geht es euch? Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen Text, für diese Premiere. Jetzt haben wir zwei starke Texte, sehr unterschiedliche Texte und zugleich, wie ich finde, auch Verwandte, die beide mit einer Frage sich abarbeiten, wie man eine schriftstellerische Position zur Frage von Zeitzeugenschaft und Teilhabe an Geschichte finden kann. Ich musste, als ich den Text jetzt zum ersten Mal gehört habe und heute Morgen auch schon mal gelesen hatte, an einer Stelle stehen bleiben, an einer Idee, von der ich mir gedacht habe, das könnte mehr auch die Idee einer intellektuellen Generation sein, nämlich, dass wir eines Tages mit hochaktivem Text zurücktexten werden. Und zugleich leider noch im Retreat sind. Ja, also dass das reflexive Ich derzeit sich noch in Klausur befindet, dass es noch über mögliche Fehlerquellen seiner Intervention nachdenkt, all die Fallstricke, dass es sich noch sicher werden muss. Und dass es in der Zwischenzeit eher pflichtbewusst und etwas fremdelnd auf der Demo steht.
Und dann auch, dass wir immer mehrere sein möchten und dann auf der anderen Seite alles, wie du sagst, Identität ist. Das finde ich eine sehr starke Beschreibung dieser Konfrontation, der wir uns vielleicht gerade mal wieder gegenübersehen. Der Text, den du damals als Ministerpräsidentin formuliert hast, der ist auch schon wieder 3 Jahre her. Es ist frappierend zu sehen, wie gut er jetzt auch wieder in diese Tage passt. Ralf Schnell, ich wollte mit dieser generationellen Prägung anfangen, die ich jetzt einfach mal postuliere. Sie haben ganz viel sich mit einer anderen intellektuellen Generation beschäftigt, nämlich die mit den Namen Böll, Grass, Enzensberger und so weiter verbunden ist. Sie haben das die Herausbildung einer politischen Widerspruchskultur in Deutschland genannt, die sehr eng mit den 60er Jahren zusammenhängt. Ich würde Sie fragen wollen, welchen Eindruck auf Sie Heike Geißlers Text hinterlassen hat und insbesondere dieses reflexive Ich einer jüngeren politisch-literarischen Generation. Das scheint mir erstmal ein ganz anderer Interventionsmodus als der, der Ihnen vielleicht vertraut war. Erstmal nicht. Denn, und ich komme nochmal und wieder auf die Formfrage zurück, das ist ein Brief. Er adressiert sich an liebe X, lieber X. Und die Briefform ist, Böll-Kenner wissen das, eine, die Heinrich Böll als literarische Form wieder und wieder gewählt hat. Denken Sie an den Brief an einen jungen Katholiken. Denken Sie an die Briefe aus dem Rheinland. Der Brief an einen jungen Katholiken ist eine kritische Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche in Dialogform, in Briefform. Die Briefe aus dem Rheinland, in mehreren Folgen in der Zeit damals veröffentlicht, sind Satiren, die spielerisch umgehen mit Elementen der Wirklichkeit. Und damit kommt man wirklich auch an das nah heran, was Sie mit der Briefform hier eröffnen, nämlich ein Spiel mit mehreren Versatzstücken, mit Einwürfen von außen, die berichtet werden, mit unterschiedlichen Adressaten auch. Und die Möglichkeit, die sich hierdurch eröffnet, ist die, die auch Heinrich Böll genutzt hat, nämlich zu reflektieren, nachzudenken, Anstöße zu geben und doch nichts alles ein für mal stehen zu lassen. Also diese Art von, ich sage ruhig Spiel, weil Böll sich selber auch als Spieler gesehen hat, das ist, glaube ich, durch und durch eine poetische Potenz, die sich da mitteilt. Dann kommt aber der Unterschied, auf den Sie hinaus wollen. Natürlich schreibt Böll in eine ganz andere Zeit. Er argumentiert gegen eine bestimmte gesellschaftliche, so wie er es gesehen hat, restaurative Entwicklung an, von der katholischen Kirche bis hin zum Adenauerstaat und darüber hinaus in die 70er Jahre die CDU-dominierte Politik zum Teil, unter der er selber gelitten hat. Er ist kämpferisch, er geht nach vorne in Form der Satire und da liegt in der Tat ein atmosphärischer, gravierender Unterschied, der etwas mit den Generationen zu tun hat. Böll ist geboren 1917. Sie sind, wenn ich das sagen darf, einige Jahrzehnte später geboren. Das darf ich sagen, 1977, das passt ganz gut, dass man das in Generationen so unterteilen kann. Und natürlich ist die Erfahrung, die Sie hier mitbringen aus Chemnitz und in Briefform verarbeiten, eine ganz andere. Und die Haltung dementsprechend auch eine ganz andere. Ich habe das sehr bewundernd wahrgenommen, dass hier ein sich selbst multiple verstehendes Ich mit sich selbst und mit anderen austauscht, das Unsicherheit mitteilt, das auch Erschrecken und Angst mitteilt. Das ist ein ganz anderer gesellschaftlicher Impuls, der hier sich ausspricht. Dennoch würde ich sagen, sind auf der Ebene nicht nur der Form, sondern auch auf der Ebene der Bereitschaft einzugreifen und sich zu melden und Ansprüche wie immer sublimiert und verfeinert und versteckt und auch verunsichert mitgeteilt, Ansprüche auf Eingreifen in gesellschaftliche Prozesse sind auch hier zu spüren. Kam jetzt hier kurz ein bisschen vor wie beim Bachmann-Preis, so eine spontane Textkritik, die er kommentieren war. Aber vielleicht, dann
der Punkt, der mich sehr fasziniert hat ich habe lange Jahre keinen Böll gelesen, der tauchte für mich quasi auf meiner Leseliste erstmal nicht auf. Was an eine Stelle, die mich eigentlich quasi ins Mark traf, das war, glaube ich, aus dem Leserbrief, den er mal geschrieben hat und der Jugend oder den Studenten geraten hat, nicht zur Gewalt zu greifen. Und zwar eben deshalb, weil die Polizei eigentlich ja darauf vorbereitet wird, auf diese Gewalt, Versuche, Gewalt anzuwenden, mit einer viel größeren, mächtigeren Gewalt zu antworten. Das fand ich interessant, weil, und deshalb ist vielleicht auch nochmal diese Frau, die das textliche Denkmal nun bekommen hat, interessant, weil sie für eine Protestform steht, die Gespräch bedeutet und die natürlich irgendwie körperliche Anspannung bedeutet, aber keine Eskalation körperlicher Gewalt. Frauen können das auch, das wissen wir alle, aber ein solches Ideal zu beschreiben und auch die Empfehlung zu geben zur Gewaltlosigkeit, das ist etwas, woran man immer wieder denken muss und eine Gesellschaft auch immer wieder erinnern. Es gibt viele Legitimierungen von Gewalt, Reagan Johnson, das weiß ich jetzt gerade nicht, eine Bürgerrechtlerin, auch Künstlerin, die ungefähr in einem längeren Text sagt, sie das Risiko der Koalition ist, dass wir eigentlich irgendwie, ich muss es jetzt sinngemäß zitieren, wir wollen kein Bündnis miteinander, aber wir müssen es haben und es kann nur gehen, wenn sie mich leben lassen. Wenn sie das nicht tun, dann lasse ich sie auch nicht leben. Und das, als ich das las, das sind so Dinge, also quasi Gedanken, an die man sich herantastet und in Zeiten von Trump oder so, in denen alles eine Zuspitzung erfährt und Brutalisierung, kommt auch so ein infantiler Wunsch von, der soll weg, die sollen weg, ich will das alles nicht mehr sehen. Und da ist also mein persönliches Bedürfnis nach Gewalt und nach einer sowas wie Deus Ex Machina Gewalt, die bestimmte Probleme löst, durchaus vorhanden. Und nichtsdestotrotz sind dann gerade immer wieder Faktoren wie Zeit oder Literatur, Rückgriffe auf ähnliche Erfahrungen, ähnliche Vorgänge des Ausgeliefertseins, des Protestierens, der Ratlosigkeit, die sich halt in jeder Generation wieder neu breit macht, was erstaunlich ist, aber offenbar einfach auch auf immer so bleiben wird. Und diesen Appell an Gewaltlosigkeit, der ja wirklich auch smart war und nicht einfach nur pazifistisch, sondern umsichtig, der war für mich in dem Moment tatsächlich auch ein sehr wichtiger, ja, gerade eben auch aus Chemnitz kommend und in Meuthen stehen, denen ich nichts Gutes wünsche. Darf ich das Stichwort gleich aufgreifen? Gewaltlosigkeit, das ist ja eine Essenz bei Heinrich Böll, die sich herleitet aus seinen Kriegserfahrungen. Die Kriegstagebücher, die wir noch nicht erwähnt haben, die im letzten Jahr veröffentlicht worden sind, sind ja auch hervorgegangen aus diesen Aufzeichnungen. Und was man dort wahrnehmen kann, ist, woher bei Böll diese Emphase kommt, nie wieder Krieg, keine Gewalt. Das hat er leitmotivisch immer wiederholt, bis hin zu den letzten Demonstrationen im Bonner Hofgarten 1983, auch 1985 noch. Das ist auch hier immer wieder ein Motiv, das sich förmlich leitmotivisch wiederholt, nämlich die Gewaltlosigkeit der Prager Bevölkerung. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich eigentlich heute in dieser Auseinandersetzung vermisse, dass Politiker, auch der Rechten, deutlich machen, keine Gewalt. Das hört man nicht, das hört man nirgendwo. Wo ist dieses Element eigentlich, das für Böll essentiell war und eigentlich diese Gesellschaft auch in ihren, wie immer, sublimierten und sublimierenden Formen der Auseinandersetzung doch weitergebracht hat? Wo bleibt das eigentlich in der heutigen Auseinandersetzung? Also das findet nur insofern statt, als dass beispielsweise bei Demonstrationen sowohl die Rechten als auch die Linken gewissermaßen zum Anstand aufrufen. Also es hat so etwas von, wie man früher Großeltern besuchte, dann musst du dir die Haare kämmen und dich ordentlich anziehen. Aber es ist keine grundsätzliche Abwehr der Gewalt, Ablehnung der Gewalt, sondern Gewalt ist willkommen.
Und ich weiß auch nicht genau, wo ich persönlich da zum Beispiel stehe. Also in Leipzig wohnend, eine Stadt, die jahrelang Legida-Aufmärsche erlebt hat. Eine Stadt aber auch, die eine sehr starke Antifa hat. Eine Antifa, die einen schwarzen Block hat, der eventuell so eine Form eben von linker Bürgerwehr ist, die Stadt vor Rechten dann doch irgendwie bewahrt hat. Das sind kurzfristige Lösungen, die der Gewalt, ja, also es fehlt irgendwie schon der Diskurs, der uns beibringt, schon in der Schule beibringt, im Kindergarten und so weiter, in Familien. Also das muss man ja schon sehr früher lernen und eine Gesellschaft muss es fördern. Diese Gesellschaft fördert es nicht. In keinem Detail werden wir animiert zur Gewaltlosigkeit. Ich möchte noch mal einen Moment bei diesem Motiv des Eingreifens dieser Figur des Intellektuellen bleiben, weil ich schon glaube, dass es da noch mal auch einen Generationsunterschied gibt, der mir wichtig scheint herauszuarbeiten. Bei Böll und in seiner Generation hatte man doch immer sehr stark das Gefühl, dass es sich um den klassischen Intellektuellen handelt. Also die Figur, der auf eigene Rechnung handelt und im Namen universeller Werte in die Öffentlichkeit interveniert. Und was ich jetzt interessant finde bei Böll speziell, ist, dass das scheinbar so nahtlos mit dem Schriftsteller Heinrich Böll in eins zu gehen scheint. Also, oder zumindest ein fließender Übergang ist, fast wie eine Selbstverständlichkeit zwischen dieser intellektuellen Figur, die sich, Sie haben das in Ihrem Essay zu Heinrich Böll 68 herausgearbeitet, in ganz verschiedenen Debatten von allgemeinem Interesse mit einer großen Selbstverständlichkeit einbringt und der Heinrich Böll, dem Schriftsteller. Bei dir, Heike, hatte ich jetzt auch eher den Eindruck, das ist vielleicht nicht ganz so eine große Selbstverständlichkeit und das kann vielleicht auch etwas sein wie eine Bürde, wie etwas, das einen vom Arbeiten in gewisser Weise abhält, aber wo man schon eine Verpflichtung auch gegenüber sich selbst empfindet, da zu intervenieren, aber es fügt sich nicht in diese schöne Person des öffentlichen Intellektuellen. Ja, vielleicht sage ich zuerst eben noch mal was zu Bölls Selbstverständnis. Er hat mal gesagt, wir Autoren sind die geborenen Einmischer. Wir müssen uns einmischen. Und mit welchem Recht sagt ein Schriftsteller so etwas? Es gibt eigentlich nur ein einziges Argument, was er hat, und das ist seine Lebenselixier, die Sprache. Es ist die Sprache, über die er oder die Autoren verfügen, besser, anders und auch mit größerer Verantwortung als unser einer Durchschnittsmensch. Das ist seine Herausforderung gewesen. Und er hat immer sich verstanden, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und mit dieser Kriegserfahrung als verantwortlich für diese Gesellschaft, für ihre Entwicklung dazu herausgefordert einzugreifen. Und für ihn war der springende Punkt, das kann man ziemlich genau nachzeichnen, die Wiederbewaffnung in Westdeutschland, die Aufrüstung, die Bundeswehr. Das war für ihn der springende Punkt. Und von da an hat er sich eingemischt, nicht nur in die deutsche, westdeutsche Entwicklung, sondern ebenso in die der westlichen Länder wie in die des Ostblocks, weil er auch dort gesehen hat, dass Literatur, dass Kunst unterdrückt wird, dass Sprache entmündigt wird, zumindest die Autoren, die sprechen wollen, entmündigt werden sollen, aber etwa auch sich eingemischt in die Diskussion um den Algerienkrieg in Frankreich und dann weiter bis hin zu Vietnam. In diesem ganzen Prag-Kontext taucht auch Vietnam natürlich auf, tauchen auf die amerikanischen Verhältnisse. Alles das hat er dann mit wahrgenommen, als jemand, der sich einmischen musste, weil er über die Sprache verfügte und weil er Antwort zu geben versuchte auf die Fragen seiner Zeit. Und da hat er nicht unterschieden zwischen dem Leserbrief, dem Essay, dem Roman. Das alles war für ihn Literatur. Das war sein Elixier. Damit hat er sich eingemischt. Ob das immer klug war, auf Kosten des im engeren Sinne poetischen,
dass die Intervention zu betreiben, ist eine andere Frage. Aber für ihn war das gar keine Alternative. Thomas Meinecke hat das mal noch ein bisschen zugespitzter gesagt. Er sagte, als Schriftsteller muss man immer auch ein bisschen Staatsfeind sein. Ich weiß nicht, wenn grundsätzlich so weit gehen muss, dann sollte die, nein, ich will es nicht als Regel formulieren, aber es ergibt sich eventuell irgendwann, die Dinge etwas skeptischer zu betrachten. Oder ich weiß es auch nicht, aber ich vielleicht noch zu diesem Verpflichtungsgefühl. Der Text sagt es und das rührt einfach auch aus so einer eben Demonstrationserfahrung der letzten ungefähr 3 Jahre oder 2,5, in denen man ungefähr jeden Montag gegen Legida demonstriert, jeden Montag in einer Stadt lebt, die gesperrt ist und es ist alles in Ordnung und also es ist sowas wie, es ist halt ein Nebenjob dann irgendwann, ja, und man macht ihn und der kostet Zeit, Arbeitszeit und auch Geld. Also ich finde das auch wichtig, irgendwie diese Faktoren einzuspielen, weil es auch bedeutet, dass bestimmte Leute vom Protest ausgeschlossen sind. Also wenn ich eine Festanstellung habe, dann schaffe ich es auch allein aus. Also ich kann noch so sehr irgendwie an der Demokratie und ihrer Aufrechterhaltung hängen, aber wenn ich dann vielleicht noch Familie habe, dann habe ich Verpflichtungen, die müssen mich, dann muss ich erfinderisch werden, um zu protestieren. Die Konvention ist immer noch, wir gehen auf die Straße. Es gibt ganz viele andere Möglichkeiten natürlich, aber was auf der Straße stattfindet, ist das, was in den Medien stattfindet oft. Und okay, das haben wir eine Weile gemacht und es gab diese letzte sehr schöne Demonstration vor der Bundestagswahl. Das war ein Donnerstag, Legida marschierte und sie waren ein kläglicher Haufen und wir waren alle wunderschön und viele und hatten die fantastischsten Sitzblockaden, die Polizei uns gewährt hat. Nachher hatte man den Eindruck, man weiß schon, warum sie uns die gewährt haben, weil wir waren die Verlierer. Ja? Also ich meine, man weiß, wie die Wahl ausgegangen ist in Sachsen. Die AfD hat ein unglaublich gutes Ergebnis gehabt, also unglaublich schlechtes Erlebnis für mich schlecht, Ergebnis für die gut. Und das ist eine, also diese Nicht-Übereinstimmung von meiner Handlung, von meinen Eindrücken auf der Straße in all diesen Prozessen mit dem, was an der Wahlurne geschieht, das beschäftigt mich immer noch. Das hat mich verblüfft und das hat mich auf eine Art auch beschädigt. Also dieses zerbrochene Herz oder gebrochene Herz, von dem ich schreibe, das stimmt schon. Also mir ist das Herz gebrochen. Ja, das sind viele andere Dinge. Der Brexit und Trump und was war es noch, kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Aber nichtsdestotrotz ist man natürlich, muss man da wieder hin. Und jetzt für mich war eben, ich bin ja in Chemnitz aufgewachsen oder Karl-Marx-Stadt vielmehr, dieser Anlass auch wieder zu verstehen. Man muss es machen, man muss diese Präsenz zeigen. Und wenn es nicht auf der Straße ist, dann doch irgendwie anders. Und auf eine Art und Weise kann es auch vergnüglich sein. Aber manchmal sind alle, die das machen, sehr erschöpft. Es müssen halt viele sein, noch mehr. Vielleicht ist das ein guter Moment, dass du die anderen Formen von Protest oder wie auch immer Intervention in den Lauf der Dinge mal vorstellst, die du jenseits der Protestform noch so entwickelt hast. Das habe ich schon vergessen. Draußen liegen Fragenhefte aus. Das ist jetzt nicht Protest in Reinform, aber das ist ein Heft voller Fragen. Da sind ungefähr 1000 Fragen drin, die kann man lesen oder beantworten. Muss man auch nicht beantworten. Man kann sie einfach lesen und dann, ich hole das kurz. Ich habe noch Geld mitgebracht. Also, das ist eigentlich. Ich habe Geld gedruckt. Das ist jetzt nur ein verschwindend kleiner Teil. Genau, das gebe ich Ihnen dann nachher einfach. Also, das ist quasi. So sieht es aus. Ich war letztes Jahr in Rom und. Da habe ich Geld gedruckt. Das ist zweisprachig hauptsächlich, Deutsch-Italienisch. Und ich habe es zusammen mit einer Freundin gemacht, Annalena von Helldorf und dem Übersetzer Thomas Lindenberg. Und es geht irgendwie letztendlich auch darum, ins Gespräch zu kommen. Wir werden gar nicht so viel Zeit haben, aber das Geld redet dann mit Ihnen. Ich habe 3 verschiedene Scheine, es gibt 24 eigentlich, aber es ist genug da für alle, wenn Sie wollen. Ich gebe das dann gern aus.
Und es sind alle Zahlen drauf, also es ist so viel wert, wie auch immer Sie meinen, dass es wert ist. Und vielleicht ein Satz vom Geld. Dieses Geld akzeptiert keine Staatsgrenzen. Dieses Geld lässt keinen Besitz anhäufen. Dieses Geld kann man immer dabei haben. Ja. Ja, das ist die Frage nach der Form, die Engagement da finden kann und auch dessen, was man als Literatur versteht und die sagen, Notwendigkeit irgendwie aushandeln zu müssen, immer wieder neu, was so die Arbeit am literarischen Werk und auch der politischen Intervention gerade situativ für einen bedeutet. Also das ist die neue Ausgabe dessen, was 68 mal subversive Aktion hieß, offensichtlich, ja? So kann man das verstehen. Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube ja, aber es ist natürlich irgendwie jetzt nicht wahnsinnig subversiv, das hier auf einer Bühne zu machen. Also das ist natürlich ein Problem. Es ist ein Zeitproblem. Es mangelt nicht an Ideen und es mangelt nicht an tollen Leuten. Aber wie kriegt man die Dinge in die Welt und wie schafft man es, miteinander im Gespräch zu bleiben? Also ins Gespräch zu kommen überhaupt, ja. Ja, das wäre ja irgendwie das Hauptziel, dass eine Gesellschaft weiterhin miteinander kommuniziert. Haben Sie denn Rückkopplungsmöglichkeiten eingebaut? Kann man darauf antworten oder auch das Frageheft? Das Frageheft schon, ja. Da gibt es auch eine Website, man kann uns Antworten schicken oder dergleichen. Aber das Geld, da stehen keine Verfasser und Verfasserinnen drauf. Das kann man einfach... Das ist nicht mal unterschrieben wie das echte Geld. Aber es ist ein Tatzelwurm mit drauf und eine schöne Kröte. Gut, ich habe fast den Eindruck, ich hätte noch ein paar Fragen gehabt, aber ich habe fast den Eindruck, wir haben jetzt 8:30. Wir müssen hier heute leider auch relativ pünktlich raus. Ich würde gerne an diesem Punkt Ihnen allen die Möglichkeit geben, Ihre eigenen Fragen auch zu stellen und ein bisschen ein Publikumsgespräch auch zu haben für die eine Viertelstunde, 20 Minuten, die uns bleiben. Ich wollte fragen, ob wir ganz kurz ein Stimmungsbild machen können. Und zwar nur, dass wir sehen, wie viele Wortmeldungen bereits jetzt im Saal schlummern. Könnten Sie... könnten wir einmal schauen, wenn es nicht allzu viele sind, den Eindruck habe ich nicht, dann würden wir auch tatsächlich einfach einzelne Fragen erstmal nehmen. Stellen Sie sich bitte kurz vor, wenn Sie eine Frage haben. Und hier gibt es ein Mikro hinten. Nehmen Sie bitte auch das Mikro. Sie erinnern sich, wir haben auch virtuelle Gäste, die würden auch gerne Ihre Frage dann hören können. Hallo, Sebastian Bodierski, mein Name. Danke für diese Texte und Gedanken. Bei mir hängen geblieben ist Ihnen beiden die Aussage über Gewalt und Gewaltlosigkeit. Und ich stimme Ihnen zu und gleichzeitig habe ich den Eindruck, ich müsste auch widersprechen, weil es wird natürlich immer Gewaltlosigkeit gepredigt sozusagen, also in den Schulen und der politische Diskurs, da geht es ja ganz viel darum, wer hat, ne, also das Gewaltmonopol und gleichzeitig sagen sie, genau in diesen Institutionen ist eine Gewaltsamkeit oder wird diese Gewaltsamkeit nicht wirklich vermittelt und ich würde das gerne ein bisschen genauer noch wissen, wenn Sie das ausführen könnten, weil das interessiert mich. Wenn ich das zunächst versuchen darf, Heinrich Böll war nicht völlig, sagen wir mal, ein reiner Pazifist, sondern er hat schon auch Instrumente sich erdacht, die er gerne einsetzen würde gegen das, was ihm als Gewalt entgegenschlug. Und ein Stichwort, das nicht ganz so häufig wie die Gewaltfreiheit bei ihm vorkommt, aber doch auch, und auch übrigens in diesem Prag-Text, den wir gehört haben,
ist das Stichwort zersetzen. Er hat in einem Interview mit der Zeitschrift Konkret damals deutlich gemacht, anlässlich der Notstandsgesetze, dass man versuchen müsse, die öffentliche Diskussion und die Aktivitäten der Parteien und des Bundestages zu zersetzen, zersetzen, zersetzen. Und das Wort taucht auch hier auf, in dem Pragtext. Auch da fällt das Wort zersetzen, und zwar von der Bevölkerung gegen die Besatzungsmacht und die orthodoxen Betonpolitiker in Prag. Dieses Wort zersetzen ist aber ja ganz etwas anderes als Gewalt anzuwenden. Zersetzen, das kann Reflexion sein, Argumentation sein, das kann Entkräften von gewalttypischer Sprache durch eine andere Sprache und dergleichen mehr. Aber es ist auch ein Argument der Auseinandersetzung, ein Instrument der Auseinandersetzung, das eine gewisse Gewaltförmigkeit entwickeln kann, wenn es denn wirksam wird. So weit wäre Böll gegangen. Dieses Zersetzen, das war in der Tat etwas, was er in Anspruch genommen hat. Und ich denke, da ist eine doch erkennbar die Linie und der Unterschied zu einer Gewalt, die gegen Menschen, gegen Körper vor sich geht. Er hat auch, Sie haben das vorhin zitiert, den Studenten geraten, der 68er-Bewegung, 1968 ihnen geraten, nach den Demonstrationen vor dem Springer-Hochhaus, nach dem Dutschke-Attentat, sie sollten in Klausur gehen, sie sollten nachdenken, sie sollten sich nicht von der hochgerüsteten Polizei niederknüppeln lassen. Das war der Versuch, eigentlich Denk- und meinetwegen auch Zersetzungsimpulse anzuregen. Und ich denke, dass diese Art der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit solchen Instrumenten, die nicht jemand anderen in seiner Würde und in seiner körperlichen Unversehrtheit beeinträchtigt, dass die etwas ist, an die man auch heute anknüpfen könnte. Ich wollte noch mal auf die generationellen Unterschiede in diesen beiden Texten eingehen. Du hattest ja schon danach gefragt, Roman. Und zwar fallen mir trotzdem Gemeinsamkeiten auch auf. Und zwar die Gemeinsamkeit in beiden Situationen. Beide Sprecherpositionen gehen aus von einer Situation, wo sie mit Gewalt konfrontiert werden. Es geht ja nicht um ihre eigene Haltung zur Gewalt, sondern es geht darum, dass sie Situationen gegenüberstehen, die sie erstmal machtlos machen. Und ich glaube, wir kennen mittlerweile, glaube ich, sehr gut die Position Bölls, auch aus seinen Kriegserlebnissen heraus, die Dringlichkeit seiner moralischen Position, die sich natürlich aus diesen Kriegs- und dem Erleben des Nationalsozialismus auch gespeist hat. Und meine Frage ist, ob ihr die Diagnose teilt, dass wir augenblicklich vielleicht wieder eine Situation erleben, wo sich für eine neue Generation eine Art von neuer Dringlichkeit, auch moralischer Art, herstellt. Und ob das auch die Position von Schriftstellern in Bezug auf Moral und politisches Engagement verändert wieder. Nun ja, ein eindeutiges Ja dazu. Und zwar nicht erst jetzt. Das ist ja diese, jetzt spätestens. Aber ich würde speziell vielleicht aus sächsischer Perspektive, aber nicht nur von da. Also es gibt Tendenzen, die sind ja auch der Bundesregierung schon seit Jahren bekannt. Beispielsweise das Reichsbürgertum, die ausgeprägte Prepper-Szene, Menschen, die sich Waffen kaufen, dem auf eine andere Art und Weise Staatsfeinde sind, als es vielleicht anzuraten wäre, also Staatsübergebühr, staatskritisch. Und es ist von höchster Dringlichkeit, meine Kinder bringen manchmal Sätze aus der Schule mit, die sind erschreckend. Die gehen mit ein Großteil der Kinder, mit denen sie auf die Schule gehen, kommen aus finanziell gut dastehenden Elternhäusern, und dann werden Dinge gesagt wie beispielsweise man muss die Grenzen schließen, sonst haben die
wie heißt das, haben die Ausländer bald alles in der Hand. Es gibt eine viel bessere Formulierung dafür. Irgendwie zum Glück ist sie mir jetzt entfallen. Oder über sozial Schwächere, also Bettlern gibt man nichts, weil kaum hat man da was reingelegt, dann stehen sie auf und können fröhlich davongehen, wenngleich sie gerade noch vorgegeben haben, mehrere Gliedmaßen nicht mehr zu besitzen. Und so ein Zynismus kommt, und der kommt in der Regel aus dem Elternhaus. Davon kann man ausgehen, vielleicht nicht zu 100%, aber meine Erfahrung ist schon so. Manchmal probieren Kinder auch Dinge, aber ich sehe es an meinen Kindern, und ich sehe auch, dass man ganz leicht Erfolge haben kann, wenn man aufmerksam ist und wenn man vielleicht ein gewisses Erziehungsziel hat. Ich zum Beispiel versuche sehr also beide Geschlechter oder zumindest sowas wie auch das Gender-Sternchen in der Sprache, in der gesprochenen Sprache zu verwirklichen. Und meine Kinder tun das. Mein kleiner Sohn ist 6 und schon als er 5 war, hat er gesagt, Polizistinnen und Polizisten. Er nimmt diesen kleinen Mehraufwand in Kauf und ich freue mich daran. Und es ist möglich und es ist das Vorbild, das es macht und dergleichen. Aber ja, es ist höchste Eisenbahn. Wir müssen es vorleben und wir dürfen nicht... Es gibt wirklich wahnsinnig viele. Ich habe mich am Sonntag noch nach der Demonstration am Morgen mit einem Menschen unterhalten, den ich erst für eher so rechts hielt, also rein nach dem Äußeren zu urteilen. Und wir haben uns sehr lange unterhalten vor dem Karl-Marx-Monument, und es war interessant, so die Sprache gegen auch zu vergleichen und auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen. Wenn er sagt, er möchte nicht, dass Menschen sich irgendwie merkwürdig, unhöflich und so weiter respektlos verhalten, die deutschen Tugenden müssen doch irgendwie da mehr wieder zum Tragen kommen. Und ich vorschlage, aber müssen wir es denn deutsche Tugenden nennen? Können wir denn nicht einfach sagen, sie sollen halt höflich sein und respektvoll miteinander? Und das sind internationale Werte letztendlich, also internationale Tugenden. Das wäre vielleicht das Synonym, das man ihm dann anraten könnte. Genau, aber also sage ich einfach nochmal höchste Eisenbahn, dann habe ich es 3-mal gesagt und das reicht dann. Das ist für alle 3 Zuhörergruppen und Zuhörerinnengruppen, jetzt sage ich es falsch. Mein Name ist Bastian Kemmler, ich habe auch eine Frage. Es kam häufiger jetzt hier ein Vergleich zwischen 68 und dann heute und so ein bisschen die Rolle des linken Intellektuellen vielleicht damals und dann wiederum heute. Und für mich war so ein bisschen die Frage, hatten es vielleicht damals die linken Intellektuellen ein Stück weit auch leichter, eine große Rolle zu spielen, weil die sich gegen die Eliten ein Stück weit auch aufregen konnten und eher Macht kritisieren können oder Panzer, die einmarschieren und so weiter, während heute der linke Intellektuelle eigentlich zumindest in Deutschland konfrontiert ist, eher mit einer rechten Revolution, die von unten kommt. Also quasi sozusagen nicht aus den Institutionen selber, die ganzen etablierten Medien sind eigentlich auch auf der Seite der Toleranz. Vielerlei Politiker, die jetzt noch an der Macht stehen, zumindest im Moment, würden übereinstimmen, sondern man ist eigentlich in seinem Protest zum Beispiel gegen Pegida mit Mitbürgern konfrontiert, also quasi eher auf einer Augenhöhe, wo ein Dialog ist. Aber man kann gar nicht so einfach sagen, derjenige Staatsinstitution bringt hier etwas hinein. Also sozusagen dieser Druck, der normalerweise eine Jugendbewegung produziert, dass die Jugendbewegung das Gefühl hat, sie wird von oben runtergedrückt, ist jetzt eher eine Auseinandersetzung mit sozusagen einem Bürgerkrieg auf Augenhöhe zwischen der Linken und der Rechten, was es fast ein bisschen schwieriger macht, sozusagen das so zu kritisieren, weil man nicht einfach nur mit so einer, oh, wir werden hier wegdominiert, These kommen kann. Also das ist sozusagen die Frage, hatten die das damals fast ein bisschen einfacher, als linker Intellektueller groß rauszukommen, weil man heute mit so einer anderen Konstellation konfrontiert ist? Danke. Ich denke, das kann man sagen, denn
Figuren wie Grass und Böll und Walser und Enzensberger, die vier muss man dann ja immer nennen, als Repräsentanten des öffentlichen Intellektuellen, der auch Autor und Schriftsteller ist. Diese Personen hatten damals ein ganz anderes Öffentlichkeitsforum. Es gibt eine sehr kluge Beobachtung von natürlich Hans Magnus Enzensberger, der nach Bölls Tod einmal gesagt hat, wir hatten für alles Mögliche früher Heinrich Böll, wir haben Heinrich Böll verloren, jetzt haben wir Greenpeace und die feministische Bewegung und die ökologische Bewegung. Es hat eine Vergesellschaftung solcher Rollen stattgefunden. Ich glaube, das ist eine kluge Bemerkung. Und wenn man einen Sprung weitermacht in unsere Zeit, Übergang ins 21. Jahrhundert, dann müsste man hinzufügen, und nach dieser Vergesellschaftung solcher Rollen hat eine Medialisierung solcher Rollen stattgefunden. Denn die sozialen oder auch asozialen Netzwerke, die sind eigentlich heute die Vielstimmigkeit, die auch den einzelnen Intellektuellen verschluckt hat. Von der Vergesellschaftung der Rollen zur Medialisierung der Rollen und dann zu einem Gleichgewicht der Kräfte, zu einem auch Unisono der, sagen wir einmal, Demokraten in diesem Lande gegen ein Unisono von rechts. Auch das macht es, das haben Sie, glaube ich, sehr richtig beobachtet, auch das macht es für Intellektuelle schwierig, überhaupt noch sich wahrnehmbar zu artikulieren, hörbar sich zu artikulieren. Man kann auch weitergehend noch fragen, gibt es heute überhaupt noch einen solchen Intellektuellen? Ich denke, man könnte mit einiger Vorsicht sagen, ja, Navid Kermani zum Beispiel, mit seiner Bundestagsrede und auch mit der Rede anlässlich der Verleihung des Friedenspreises in Frankfurt. Das waren zwei Reden, die beeindruckende Qualität hatten und die diese Tradition des öffentlichen Intellektuellen in gewisser Weise fortgeführt haben. Aber ich glaube, er ist doch die Ausnahme, die die Regel bestätigt, dass es diesen Typus nicht gibt. Und man könnte nur natürlich auch weiter fragen, ist das überhaupt sinnvoll? Brauchen wir die denn überhaupt, die Autoren, die öffentliche Intellektuelle sind? Und vielleicht darf ich diese Frage an Sie weitergeben. Wie verstehen Sie sich denn vor diesem Hintergrund heute? Vielleicht noch, wenn ich kurz noch einbringe, ich habe es auch ein bisschen so verstanden, dass es einfach eine Verschiebung im Kräftegleichgewicht gibt und dass damit eine Reflexion auch vielleicht innerhalb sozusagen einer linksintellektuellen Öffentlichkeit darüber, was denn jetzt ihre Rolle ist gegenüber dem Staat oder sagen wir mal der Republik, ja, dass so eine Unsicherheit darüber ist, inwieweit man jetzt die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die man immer schon als gegeben ansehen konnte und sich darüber hinaus in eine Zukunft, eine bessere Zukunft projizieren durfte, während man sozusagen die Verteidigung des Status quo der Mehrheitsgesellschaft überlassen hat, inwieweit diese Konstellation abgelöst wurde von einer Situation, wo eigentlich man nochmal auf eine ganz andere Art und Weise im Grunde Republikschutz und Demokratieschutz hier wird betreiben müssen, egal wo man jetzt politisch auf so einem Spektrum von Mitte bis weit links und eigentlich gerne staatskritischer steht. Ich weiß nicht, aber das scheint mir nochmal auch so ein Aspekt, der da noch reingekommen ist. Das ist keine ganz so einfache Frage, die mir hier gestellt wurde. Ich weiß es nicht genau. Also ich würde mich definitiv nicht als Intellektuelle betrachten. Dieses Wort, das scheint mir eben tatsächlich auch eher auf die Vergangenheit zuzutreffen. Und da gibt es ist auch ein bisschen, man hat dann gleich quasi die Vorbildwirkung so mit drin. Und das erscheint mir fast ein bisschen eben historisch anmutend und vielleicht sogar langweilig. Für mich persönlich versuche ich einfach zu schreiben und ab und an, wenn es mir gelingt und dringend genug erscheint, eben schreibend mit partiell auch künstlerischen Mitteln Dinge zurückzuspielen, also irgendwie öffentlich zu machen, die von denen ich meine, dass sie gesagt werden müssen versuche immer es so zu sagen oder so zu spielen, also mit dieser Ministerpräsidentin, ich war übrigens auch Ministerpräsident und Innenminister und Innenministerin, also das war viel
sehr. Ich habe keine gute Amtsübergabe gemacht, das war schlecht. Aber ich versuche es so zu machen, erstens, dass es mich unterhält und zweitens, dass es auch unterhält. Ja, irgendwie. Im besten Fall ist es noch klug. Klug und unterhaltsam. Und vielleicht sogar auch ein bisschen böse ab und an. Das finde ich ganz gut. Aber dennoch noch mal pathetisch von Liebe getragen. Also ich möchte sehr, dass diese Gesellschaft funktioniert. Und nach wie vor ist das Wort Weltfrieden eines, das ich oft benutze, wenn ich Wünsche äußern muss. Gut, wir müssen es für heute dabei belassen. Bevor Sie gehen, möchte ich mich zunächst noch bedanken, und zwar ganz herzlich bei Ihnen beiden, Heike Geißler und Ralf Schnell, bei Claudia Splitt, auch bei dem Team der Heinrich-Böll-Stiftung und vor allem bei meiner Kollegin Annika Magnussen, die mir sehr bei der Vorbereitung dieses Abends geholfen hat. Es war nämlich en passant mein erster hier im Haus. Bevor Sie nach Hause gehen, kommen Sie gut nach Hause, kommen Sie bald wieder. Aber bevor Sie gehen, haben wir noch ein Gedicht für Sie. Ein Gedicht von Heinrich Böll, das ganz gut passt und das Sie zum Ausklang mit nach Hause nehmen können. Soll ich noch? Ja. Frei nach BB für Thomas Koster zum 60. 1985. Es standen die Panzer am Ufer der Moldau, walzten ratlose Unfreie über keimende Hoffnung. Klein waren die Großen und groß die Kleinen. Vergingen die Nächte und kam doch kein Tag. Wenn wechseln die Zeiten, so hilft nur Gewalt. Und bleiben doch groß die gewaltlosen Kleinen. Hielten den Keim in geballter Faust. Verlosch nicht die Kerze hinter schützender Hand. Es stehen die Panzer am Ufer der Moldau. Wie zittern die Großen vor Kerze und Keim. Musik, ein Wort, schon versetzt sie in Panik. Eine Zeile und sie geben Panzeralarm.